Willkommen zurück zu Metroid Prime. Beim letzten Mal ist uns aufgefallen, hey Mensch, wir haben 98% aller Items. Ich habe fälschlicherweise gedacht, wir brauchen zwei Items, weil ungefähr halt 1% pro Item. Das ist in diesem Fall verkehrt. Wir brauchen nur noch eins. Und das eine habe ich jetzt nach stundenlanger Recherche tatsächlich gefunden, beziehungsweise hab mir rausgeguckt halt, wo das sein soll. Und dafür müssen wir einfach nochmal ganz kurz in die Chozo-Ruine nochmal zurück. Irgendwo relativ am Anfang. Also wir müssen jetzt nicht nochmal eine ganze Folge dafür verschwenden. Ich habe mir jetzt schon mal die Zeit genommen, bin von Fasomin hier zum Raumschiff von Samus mal eben offscreen gegangen. Ausnahmsweise mal. Und halt, weil den Weg haben wir jetzt 50.000 Mal im Million 50 gesehen. Ne, Stimme und Staffel noch mal sehen müssen. Aber egal. Ja, wie gesagt, wir sind da halt jetzt nochmal kurz auf dem Weg zur Chozo-Ruine, nicht nach da oben hin irgendwo, sondern halt ganz kurz. Ne, geht schnell. 5 Minuten sind wir ungefähr fertig. Und dann haben wir alle Items, die es gibt. Wie gesagt, es fehlen uns halt nur mindestens 3 Scans. Das kann ich halt nicht mehr erinnern. Aber sollte ich das Spiel irgendwann nochmal spielen? Ich glaube, dann weiß ich, ob, ne? Nicht vergessen, da ist ja noch ein bisschen was. Aber naja, nächstes Mal ist man halt sowieso immer schlauer. Gut. Dann wollen wir mal. Irgendwie. Ja, ihr seid auch ganz tolle Wühlschaben. Ganz toll seid ihr. Ich bin voll stolz auf euch. So, hier kann ich nicht irgendwie schon hoch, ne? Weil wir müssen da nämlich gar nicht mal so weit weg. Na, also, wir müssen zwar jetzt einen kleinen Umweg dafür gehen, weil der einfache Weg dafür jetzt nicht möglich ist. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Ne? Einfach mal hier durch. Bei den ganzen 100.000 Millionen 30 Wespen. Hui! So. Einfach mal hindurch. Das eine Item. Ich hätte niemals das wahrscheinlich gefunden. Na, aber. Was ich sowieso alles niemals finde. Ich bin froh, dass ich ca. 2/3 der Items selber gefunden habe. Beziehungsweise so ein paar wenige von denen, die ich jetzt in den letzten Folgen hier noch eingesammelt habe. Von denen wusste ich ja selber noch. Gerade halt die Artefakte. Ne? Und ja. Ne? Es gibt schlimme Bilanzen. Und man kann sich auch besser anstellen als ich. Gut. Also hier müssen wir aber durch. Noch ein bisschen. So, dann haben wir hier so ein Gestrüpp. Und bei dem Gestrüpp kann ich einfach da durchrollen. Und da haben wir unser letztes Item. 100% aller Items. Yay! Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. So. Ach komm. Habt ihr kein Zuhause? Wo geht's denn hier raus? Komme ich da irgendwie durch? Aber, so. Ja, hoffe ich. Er hat mir jetzt zerquetschen lassen. Kommt doch dann hier gleich eine Anfangshalle raus, oder nicht? Warte. Wir haben es gleich. Na, und ich sage, circa 5 Minuten und dann sind wir durch. Komm, durch da. Danke. So, und dann wieder zurück. Weil dann geht es nämlich jetzt hier tatsächlich ans Ende hin. Was die Artefakte betrifft, ich habe ja noch gesagt, ja, können wir noch mal eine Lesestunde machen bei den Artefakten. Es gibt bei den Artefakten nichts zum Vorlesen. Ne, kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Da ist die Karte. Warte mal. Datenbank. Artefakte. Da sehen wir halt nur, jupp, Artefakte erhalten. Das bei jedem der Dinge ist. Also es gibt keine großartige Hintergrundstory bei den einzelnen Dingern. Was ich ein bisschen schade finde, aber nun gut. Ne, vorher halt, wenn wir halt das Dingens dazu gescannt haben, da haben wir nur eine Information bekommen, wo wir es denn ungefähr finden können. Aber nicht, was denn sich so hinter den Ältesten verbirgt und ähnliches. Das hätte ich jetzt gedacht, dass es dazu halt auch nochmal eine etwas genauere Hintergrundstory gibt. Aber nun gut.
Beziehungsweise man kann sich das sowieso alles denken. Krieger sind wir, die Ältesten sind die Ältesten. Und keine Ahnung, was da halt noch so alles rum existiert. Ne? So. So, wir speichern hier jetzt nochmal ein vorerst letztes Mal ab. Oder vielleicht noch ein. Ja, doch, das letzte Mal, dass wir hier in einem Raumschiff abspeichern. Und dann geht es auf den großen Artefaktplatz. Das wird bestimmt großartig. Mehr groß als artig. So. Dann wollen wir mal, ne? Bewegen wir uns auf das Ende zu. Machen unsere Reise in den Krater. Und dann mal gucken. Wenn das nicht super wird, dann weiß ich auch nicht. Hey, da sind die Stachelfischer. Yay, Stachelfischer. Yay. So. Soweit, so gut. Auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, dass wir jetzt hier waren, ne? Und wer sich vielleicht nur fragt, ja, du konntest ja einige dieser Artefaktpositionen damals halt nicht scannen. Wir konnten ja einige davon halt nicht scannen, weil war nicht vorhanden. Ja, das hätten wir mit anderen Visor halt scannen können. Ne, und somit halt die Ortschaft des ein oder anderen Artefaktes herausgefunden. So, Artefaktplatz, ich bin da. Oh nein. Der schon wieder. Den hätten wir ja fast vergessen. Na gut, dass er nochmal guten Tag sagt. Hey, Whiteley, was geht ab? Kannst du jetzt nicht hier einfach mal einen Teleporter in den Krater hinab zerstören, ja? Finde ich nicht okay. Oh mein Gott, erstmal scannen. Ne, so viel Zeit muss sein. So. Neuer Dateneintrag in Typisierung. Typus Meta Whiteley. Genetisch verbesserte Zwischenform von Whiteley. Dem Weltraumpiraten ist es mit ihrer Technologie gelungen, Whiteley zu reproduzieren und seine Effizienz sogar noch zu steigern. Das Ergebnis Meta Whiteley ist eine Furcht. Ist ein furchterregendes Monstrum. Seine gepanzerte Außenhaut ist äußerst widerstandsfähig und schützt den Brustkorb, der lediglich schwach gepanzert ist. Dem Weltraumpiraten ist es gelungen, die Kreatur mit mehreren schweren Waffensystemen zu versehen. Dazu gehören ein mehrfacher Raketenwerfer, eine kinetische Atemwaffe, der Meso- und Bombenwerfer und ein ultrathermaler Flammenwerfer. Meta Whiteley ist ein vorzüglicher Nahkämpfer. Diese Tatsache lässt jeglichen Angriff zu einer riskanten Angelegenheit werden. Ja, klasse. Und wenn ich mich nicht irre, war es auch hier in diesem Teil mal wieder so, wie in jedem anderen Metroid auch. Whiteley ist sehr empfindlich gegenüber irgendwelchen Missiles. So, dann muss ich nur noch mal überlegen, wie war das hier? Muss er seinen Brustkorb irgendwie öffnen oder irgendwie sowas? Wenn ich jetzt so draufballer? Okay, kann draufballern. Hat sogar Schaden gemacht. Okay. War ich mir gar nicht mehr sicher. Schieß mal einfach Supermaster jetzt drauf, bis da gar nichts mehr ist. Wow. Jetzt ist er da irgendwo. Da. Lass mal deinen Todesstrahl hier. Yay, getroffen. Und nochmal, komm. Ja, volle Möhre drauf. Na, sieht gut für mich aus, noch. Bis er in den Nahkampf geht wahrscheinlich. Weil er ist ja so ein vorzüglicher Nahkämpfer, wie wir gerade gelesen haben. Hui, Bombenflug! Aua, trifft mich auch noch. Penner.
elender Drachenpenner. Nochmal ein Spaß, yay! Ey, ich bin voll weggesprungen, ja? Wo ist er denn jetzt? Da. Guck, guck. Wow. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt auch, wenn wir keine Missiles mehr hatten, wir konnten ihn, glaube ich, auch immer mit Charge spielen, halt auch noch gut bezwingen. Wow. Okay, seine Schockwelle sollte vielleicht ein bisschen ausweichen. Ach ja, und sein Schwanzhieb und alles. Ach, so viele Sachen, die mir wiederkommen. Ich bin so oft damals beim ersten Mal in ihm verreckt. Weil er halt vergleichsweise viel aushielt. Immer halt das Charge-Spiel im Aufladgeräusch. Irgendwann nervt es einen. Aber was soll man machen? Wenn man vorbereitet sein will und im richtigen Moment halt schießen will, dann ist sowas dann halt nicht verkehrt. Boah, wir haben immer noch so viel Leben. Das bin ich ja irgendwie so gar nicht gewohnt. Na, wo ist er? Da ist er. Guck, guck. Nicht ballern hier. Oder lasern oder wie auch immer. Und nochmal. Na, kommst du, kommst du? Kriegt er ihn? Kriegt er ihn? Ne, meine Missile ist sowas von weg. Ne, so aus der Retro-Perspektive heraus kann ich mich kaum noch dran erinnern. Wieso, weshalb, warum bin ich normal in ihm verreckt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt wieder warten, 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 bis er auftaucht. Da ist er. Und ballern. Gleich erstmal zur Begrüßung reinballern. Ja. Wenn er da jetzt so gebückt steht, ist halt ein bisschen schlecht. Ah, nicht unmöglich. Nochmal getroffen. Also Charge-Spiel macht auch bei ihm hier noch ein bisschen Schaden. Man sieht es so ein bisschen am Brustkorb. Wenn er dann rot aufleuchtet, wenn ich ihn treffe. Das wird nichts. Das sind verschwendete Missiles. So, komm mal ran auf Meter. Macht er wieder seinen Sturzflug hier. Sein Geiersturzflug. Na, komm, 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 komm. Yeah! Da ist er. Das war sowas von daneben, weil ich gerade nicht gelockt habe. Ja, nur wenige Schuss, da haben wir es geschafft. Glaube ich. Was? Es geht da wirklich in den Nahkampf. Seine Flügel sind verbrannt. Hallo. Okay, nicht so. Ach, hier müssen wir ins Maul schießen oder sowas, ne? Irgendwie sowas gab's da. Ja, ins Maul, wenn er sein Maul öffnet. Und halt, wenn er sich so umdreht, dann macht er immer so einen krassen Schwanzhieb. Muss nicht sein. So, und hier ist im Moment echt besser mit dem Charge-Spielen, wenn ich den ziele. Wenn das Wörtchen wendig wäre und so. Der hat gesessen. Und da nochmal rein. Nein, oh, war ich zu langsam. Hätte ich es vielleicht fast beenden können. Auch nur fast. Los, komm. Zeig mir deinen Brustkorb. Zeig mir deine nicht vorhandenen Bubis. Oh ja, macht nicht deinen Jumping-Attack hier. Was soll denn das? Könnte jeder kommen. Und nochmal. Yay! Kannst ganz toll springen, weißt du? Bin so stolz auf dich, dass du so schön springen kannst. Das war nix. Das war was. Na, ihr seht, ne? Ist ein bisschen Ausdauer, ein bisschen halt viel mit Ausweichen und sowas hat das ja alles zu tun. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es kennt, gar nicht mal so schlimm.
Ach komm, das hätte noch gehen müssen. Au. Und man darf sich natürlich nicht anchargen lassen, das wäre doof. Oh komm. Kann ich natürlich nochmal alle meine Missiles verschwenden. Aber wirklich alle. Mal gut, dass ich so viel hab. Das war nix. Also fliegend hast du mir irgendwie besser gefallen. Da warst du es irgendwie einfacher. Aber wir kriegen das hier noch hin. Irgendwie und irgendwann. Jetzt komm, mach dein Maul auf. Oder so. Und dann hier immer schön zielen und sowas, ne? Das Übliche. Wenn man denn auch noch vernünftig treffen würde. Oh komm, ich hab sowas von getroffen. Ja, und Feuer, Feuer, Feuer. Ach komm. Da wollte ich nur ein Chargespiel machen, weil halt die Zeit wirklich sehr, sehr knapp ist. Also die Zeitfenster, wo er halt seinen Brustkorb hier aufzeigt. Ist irgendwie nur ein oder zweimal hier dann treffen und dann ist es auch schon Ende Gelände. Siehst du es? Ne, in der Zeit, wo es halt auflädt, keine Chance. Dann machen wir halt so. Wir können natürlich auch nur Missiles draufballern. Vielleicht wäre das effektiver. Machen wir mal so. Ja, ich glaube, das ist besser. Warum habe ich jetzt das gemacht? Ich weiß es nicht. Missiles wären auf jeden Fall weniger. Ihr seht das, ne? Das ist natürlich schlecht. Sehr schlecht. Weil ich halt schon so viel verballert habe. Aber sein Leben wird auch weniger. Zum Glück. So wird sein Leben natürlich nichts weniger. Okay. Geduld, 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 Geduld. Ich glaube, das hier war halt wirklich halt so die richtig schwierige Phase, an der ich dreimal verreckt bin oder sowas. Ich glaube, ich schaff's. Aber dass er mich halt heute tötet, halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Ich denke eher Out of Missiles, aber nur halb so wild. Doch komm. Missile-Vorrat ist fast erschöpft. So, nochmal draufballern, 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 draufballern. Das hat ihm schon ziemlich weh getan. Ja, so aber nicht. Oh komm. Gibt's doch nicht. So auch nicht, ey. Oh, es gibt's nicht. Wirklich nicht. Ja, jetzt ist gut. Scheiß Nahkämpfer. Er hat mir jetzt halt wirklich verdammt viel Schaden reingewirkt. So viel zum Thema, er tötet mich heute bestimmt nicht.
Besonders nicht, wenn ich immer daneben schieße. So wird das nichts. Ach komm. Gibt's nicht. Ich verballer hier gleich alle meine Missiles, ne? Und er zeigt nicht mal mehr seinen Brustkorb hier. Finde ich nicht gut. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Geduld, Ausdauer und irgendwas anderes. Einfach reinballern hier. Damit ich überhaupt irgendwie Schaden auf ihn mache. Weil Missiles habe ich auch nicht mehr, verdammt. Ach komm, ich habe den nicht anvisiert. So, und natürlich halt mit einem Plasma-Beam drauf, weil Plasma-Beam macht mehr Schaden, finde ich. Das sieht gut aus. Wenn ich das hier so weiter im Ball behalte und nicht allzu viel Schaden kassiere von irgend so einem Scheißdreck, dann kann das noch was werden. Eventuell. Möglicherweise unter gewissen Umständen. Alter! Manchmal springt sie auch nicht so richtig zur Seite. Jetzt komm. Ja, so kann das was werden. Wenn ich ihn jetzt nochmal treffen würde auf das Herz. Es gibt's auch nicht. Alter, jedes Mal, wenn er mich anchargt, trifft er mich. Nicht gut. Jedes Mal, es ist nicht wahr. Und dann treffe ich ihn nicht. Ihr seht es, ich treffe ihn einfach, beziehungsweise ich treffe ihn wahrscheinlich ins Herz, aber das war's auch schon. Es macht keinen richtigen Schaden im Moment. Ey, kriegt mich jetzt hier tatsächlich noch? Was soll denn das? Am Anfang habe ich das besser gemacht. Und da habe ich stark nachgelassen. Da habe ich aber sehr stark nachgelassen. Jetzt habe ich ihn tatsächlich nochmal mit einem normalen Beam ins Herz getroffen. Jetzt komm, mach Maul auf. Ja, nicht so. Mach das anders. Er ist wirklich schon ein ätzender Gegner. Ein wirklich ätzender Gegner. Komm schon, komm schon, komm schon. More damage, more damage, damage. Need more damage. Einfach nur noch Plasma-Beam spammen. Irgendwann fällt er schon um. Und dann natürlich immer schön zielen. Und immer schön drauf ballern, 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 ballern. Bin zwar nicht auf dem Ballermann, aber ich baller so viel, als wäre ich auf dem Ballermann. Nein, irgendwie auch nicht. Aber halt, wenn er einen einmal im Nahkampf erwischt, ne, dann ist Ende Gelände. Dann macht er wirklich so abnormalen Schaden.
Alter, ich bin zur Seite ausgewichen. Ja, da war ich zu nah an ihm vorne dran. Es gibt's nicht. Er tötet mich jetzt hier tatsächlich noch, oder was? Komm schon, das bisschen, was wir beide an Leben haben hier. Ich meine, ich habe maximal Energy Tanks und Missiles. Das macht das Ganze natürlich noch trauriger. Kacke. Alter! Lass den Scheiß hier. Ja. Komm schon, zeig mir noch einmal deinen Brustkorb. Alter! Das gibt's nicht! Ja! Oh! Mit 30 AP überlebt! Alter Mann, bin ich scheiße! Oh. Holy shit! Ich habe mich jetzt echt noch tot gesehen. Das war definitiv kein guter Kampf. Also das hätte besser ausgehen können. Ich meine, man kann ja nicht alle Missiles hier verbraten. Ne? Also das ist... Ja, egal. So, rein hier.